Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Train Sim World 2. Ich werde mir das Ganze jetzt hier anschauen. Zunächst logge ich mich einmal ganz kurz ein. Wunderbar. So, genau. Ja, jetzt habe ich mich vertippt, ne? Hier mit meinen Wurstfingern. Bin schon völlig aufgeregt. So, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Neu erstellen, neues Profil. Genau. Bitte wählen Sie einen der verfügbaren Charaktere. Okay, das kannte man ja auch. Schade, dass es jetzt nicht übertragen wird aus DB-Driver. Genau, Lokführer. Ich bin ja ein Driver. So, Name. Roman. Weil so heiße ich ja, nicht? So, wo sind denn hier meine anderen Strecken? Ich habe auf Steam habe ich aber auch noch die anderen. Das heißt auch, die sind hier im Bestand shopseitig. Muss mal kurz schauen, weil man kann sie ja irgendwie übertragen. Muss ich sie dann? Ach so, die gibt's noch nicht. Rhein-Ruhr-Duisburg, muss ich die dann noch mal kaufen oder? Aber sie ist ja im Warenkorb. Okay, da muss ich wohl noch mal gucken. So, wir wollen uns auf jeden Fall mal die Schnellfahrstrecke Köln angucken. Also ich habe gesehen, es gibt hier einen Streckeneditor, dass man einen Szenario-Editor, dass man sich einzelne Szenarien basteln kann. So mit Abfahrt, also mit Zugverkehr. Man kann jetzt nichts bauen. Und es gibt einen Livery-Editor. Der ist ziemlich interessant. Da muss ich mich die Tage mal mit beschäftigen. Da kann man seine Züge einfärben und designen. Ziemlich geil. So. Okay. Willkommen bei Train Sim World 2, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken aus aller Welt. Jetzt will ich aber nochmal ganz kurz, jetzt flammert es leider mal ganz kurz, aber ich will nicht, dass der Simulator hier auf Boxen läuft. So, drücken Sie E, um zu beginnen. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Uff, da muss ich aber los. Achso, man muss hier hingucken. Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. So, wir werden hier mal gleich gucken. Okay, hier kann man nichts mitnehmen. Hier kann man auf jeden Fall schon mal was. Hier kann man auf jeden Fall schon mal einen Erste-Hilfe-Kasten aufhängen. Wunderbar. Dies ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Das dachte ich mir. So. Wir müssen hier hoch, aber wir werden trotzdem mal ganz kurz hier schauen, ob wir hier noch was machen können. Guck mal, da vorne haben wir nämlich noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Siehst du? Hier kann man sie aber echt. Gleis 5 muss ich, ne? Hat er gesagt. Aufzug geht wohl nicht. So, das hier ist wohl mein ICE. Komm, ich laufe genauso schnell wie der ICE da drüben. Rennen am Beckenrand ist verboten. Haha. So. Okay, und jetzt wieder zurück. Und jetzt auf den Fahrersitz. In den Führerstand. Oh, hier sind ja ganz schön viele ICE, ne? Haben die nur ICE programmiert oder was? So. Suchen Sie sich einen Sitz aus. Ach so. Ich darf jetzt mitfahren oder was? Ja, wenn dann erste Klasse, oder? Darf ich mich da nicht hinsetzen? In welche Richtung wird denn der Zug fahren?
Aber das ergibt jetzt keinen Sinn, oder? Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Okay, Aufgabenlogbuch. Okay, das ist wohl neu. Warum ist das hier so schnell eigentlich? So, also, wir haben hier die Übersicht. Okay, hier machen wir wahrscheinlich noch nichts. Ablauf. So, Spiel pausieren und das Aufgabenlogbuch ansehen. Das mache ich jetzt, aber hier gibt es kein Aufgabenlogbuch. Das heißt Nachrichtenlogbuch wahrscheinlich. Oder? Aufgaben. Wenn ich jetzt wieder aufnehmen drücke. Das war es anscheinend. So, jetzt stehe ich wieder auf. Ah, jetzt kann ich mich doch hinsetzen. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich alt. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist das Richtungswender-Display. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. Hier unten. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Super gemacht. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Das will ich aber nicht eigentlich. Ich will einfach ein Anzeigen können im Einstellungen-Menü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Das ist schon mal gut. Das gucken wir uns dann entweder auch gleich an. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Jetzt ist die Frage, meine Einstellungen sind ja hier anders. Oh, hier gibt aber gleich Butter hier, du. Ja, ich muss hier auf jeden Fall. Was ist Ausfahrt 40, ne? Die Strecke verläuft von hier aus bis zur Grenze zu den Niederlanden und Belgien und ist Teil des internationalen Streckennetzwerks von Zügen, die quer durch Europa fahren. Bei diesem Zug handelt es sich um einen Intercity Express der dritten Generation, der von Siemens in Deutschland für den internationalen Einsatz gebaut wurde. Er besteht aus 8 Wagen und verfügt über eine Höchstgeschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde. Falsch, 330. Eigentlich müsste es auch hier drin stehen. Also eigentlich müsste es hier neben angetackert sein. Das ist eine hier unter. VMAX 330. Naja, haben Sie schon mal. SimWorld bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Sie können zwischen internen und externen Kameraansichten wechseln, indem Sie den rechten Stick drücken. Sieht ja gut aus hier unten. Ha? Sieht das nicht geil aus? Nein, tut's nicht. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen im Westen von Deutschland. Bereiten Sie sich auf eine Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der ersten internationalen Eisenbahnstrecke der Welt vor. Erleben Sie den Nervenkitzel beim Fahren des hochmodernen elektrischen Hochgeschwindigkeitszugs ICE 3M mit bis zu 250 km pro Stunde. Nehmen Sie alternativ die Sehenswürdigkeiten der Grenzregion in Augenschein, während Sie den vielseitigen Gelenktriebzug BR442 Talent 2 fahren. Ob internationaler Express oder beschaulicher Pendlerzug, Sie bestimmen das Tempo. Vergessen Sie nicht, auf dem Weg Streckenkarten zu platzieren, Sicherheitsschilder anzubringen, Verkehrsleitkegel zu platzieren und Erste-Hilfe-Punkte aufzufüllen. Willkommen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Aachen. Sehr gut.
Das war die Einführung. Bislang bin ich noch nicht ganz so begeistert. Aber vielleicht kommt das ja noch. Okay. Was haben wir denn hier für News? Lass uns mal die News angucken. Hier. Brainsworld. So, was gibt's hier? Gibt's vielleicht schon Challenges? Nee, das ist nur der Shop. Okay. Aber ich hab doch die Strecke Rhein-Ruhr-Duisburg-Bochum. Hier. Ach, guck mal. Aber in den Warenkorb? Ich will die nicht in den Warenkorb legen, weil ich hab die doch schon. Ach so, kann ich hier drüber installieren? Steam installieren. Guck mal, ist das nicht geil? Du bist im Steam-Fenster und er sagt Steam installieren. Da muss ich echt los. Gut, okay. Fahren wir doch einfach mal. Allerdings möchte ich zuvor meine Einstellung ändern, weil damit komme ich wirklich nicht klar. Also, Alarm zurücksetzen. Oh, das ist so ätzend. Automatisch, warte mal. Die automatische Bremse, das ist, glaube ich, die automatische Bremse. Was ist denn das jetzt hier? Oh mein Gott. Es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Wir machen erstmal die einfachen Sachen. Wo ist hier Makrofon 1? Ist P. Was ist das denn jetzt? Steuerung P. Ich will nicht das N. Habe ich irgendeine Taste auf N? Okay. Also, PZB-Befehl. Befehlstaste ist die hier. PZB-Frei ist die Taste. Und PZB-Wachsam ist die Taste. Richtungswender vorwärts ist Bild nach oben. Richtungswender rückwärts ist Bild nach unten. Sand, weiß ich nicht, kann wohl auf X bleiben. Stromabnehmer muss ich auch nochmal gucken. So, jetzt brauche ich nur noch die... Was ist ein Tachometer-Kompass? Achso, das ist... Um die Sachen kümmere ich mich dann nochmal später, dann müsst ihr jetzt hier nicht dabei sein. Allerdings Leistung erhöhen. Das ist die 8 und Leistung verringern ist die 2. Leistung aus wäre eigentlich die 5. So, jetzt hätte ich gerne noch Gang erhöhen. Fahrstufenschalter, das ist die AFB, das ist die 7 und ist die 1 und Fahr- und Bremssteuerung. Was ist ein Fahrstufenschalter? Fahr- und Bremssteuerung erhöhen. Ich glaube, es ist auch die 7. Aber was ist denn jetzt Fahrstufenschalter? Hier, die haben das so richtig. Warum sind denn hier noch mehr Fahr- und Bremssteuerung? Warum sind denn hier Fahr- und Bremssteuerung erhöhen? Fahr- und Bremssteuerungsschalter erhöhen. Ach, Digga, was ist denn das? Warum ist denn das so echt behindert übersetzt? So, dynamische Bremse ist, glaube ich, die... Wo komme ich? Das müsste die E-Bremse sein. Das ist die 3. Lösen ist die 9. Und die automatische Bremse ist dann wahrscheinlich die Zugbremse. Aber das können wir gleich nochmal ändern. So. ABS zurücksetzen, das ist das hier. Leertaste, genauso wie die SIFA. Hatten wir die SIFA hier schon? Das müsste aber ABS zurücksetzen sein. Okay, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. So, Spiel.
Reise beginnen. Wir machen, warte mal, wir gehen einfach mal auf Erkunden. Escape, Erkunden. Szenario, talentierte Übernahme. Aber jetzt, ich habe jetzt keinen Bock, hier eine halbe Stunde zu machen. Fahrplan. Okay, wir nehmen einfach mal den Talent. Guck mal, toll, oder? So, bisschen windig. Oh, wie der Pantograph hochgeht. So, okay. So, dann fahren wir einfach mal hier. Komm, ist egal. Es geht ja nur darum, dass wir es uns mal angucken. Und ob die Einstellungen richtig funktionieren erstmal. So. Was war das denn jetzt alles? Da haben wir keinen Saft. Störschalter. Geht das nicht oder was? SIFA-Störschalter. Der darf aber nicht an sein, oder? Haben wir jetzt Leistung? Okay, jetzt haben wir keine Leistung mehr. Sieht man an diesem Männchen hier. Okay, sehr geil. Ja. Ah, wir gucken einfach mal. So, okay, das ist natürlich Quatsch. Tempomat erhöhen, verringern. Da müssen wir nochmal ran. Okay, das passt, das passt. Das scheint auch zu passen bis jetzt. Okay. PZB-Tasten. Passt. Passt, wunderbar. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Einstellungen. Steuerung, Maus und Tastatur. Dann darf das hier dynamische Bremse. Passt. Fahr- und Bremssteuerung erhöhen. Ach, Fahr- und Bremsschalter. Was war denn das für eine Taste? Wir machen A. Und nochmal A. Man schaltet mit A ein und A ein und aus. So, und das ist dann theoretisch. So. Genau. Wunderbar. Das blaue Dings ist da. Weg, da. So. Ah, wunderbar. So, das geht aber echt langsam, ne? Das haben sie nicht so schön gemacht. So, Türen verriegeln können wir in der Zeit auch mal. Ebola-Fahrplan haben sie wieder nicht hingekriegt. Naja. So, wie schnell dürfen wir hier eigentlich fahren? Nicht schnell. Okay, dann probieren wir es mal. Achso, haben wir... Ist, haben wir Saft? Das schon mal nehmen wir es aber oben, ne? War ich einfach zu hektisch oder was? War die Tür noch nicht zu? Helfen wir mal. Wie funktioniert denn das jetzt hier? Türen sind zu. Achso, Richtungswender muss ich noch nach vorne legen, ne? Oh, das ist aber auch noch blöd. Da habe ich auch falsch rumgemacht. Seht ihr ja gut, dass wir das nochmal zusammen hier machen? Haha.
Bild hoch, Bild runter. Wo war's? Hier, Richtungswender rückwärts. Ja, das ist natürlich absoluter Blödsinn, den ich da gemacht habe. Vorwärts. So, okay, alles klar. Und ich sehe gerade, PZB ist auch an. Wunderbar. Na dann, können wir jetzt mal loslegen, wa? Ah, jetzt haben wir auch Leistung. Ab die Post. Sehr nice. Okay. Rangierfahrt. Okay. Das funktioniert also noch nicht. Die SIFA funktioniert noch nicht. Hier, Alarm. Das hier. So, jetzt funktioniert's. Okay, wunderbar. Muss man auch alles erstmal einrichten. Warum mache ich das? Dann habe ich es ungefähr, ich bin jetzt sehr lange mit Susi gefahren und dann habe ich die Controls jetzt ungefähr wie Susi. So, jetzt müssen wir mal kurz Leistung rausnehmen und dann können wir auch wieder Leistung aufschalten. Boah, der geht aber schon ganz schön in die Hacken, ne? Okay, immer wenn man den Geschwindigkeitsregler rausnimmt, ist der Tempomat weg. Das ist auch ungünstig. Er schlägt mir hier 40 vor, aber eigentlich ist es eine Rangierfahrt, oder? Wenn ich mich nicht recht irre. Warum kann ich mich nicht aus der PZB-Überwachung befreien? Verstehe ich nicht. Hä? Ich gebe gar? Ich bremse jetzt aktuell. So, der Leistungsregler ist auf 0. Ich schalte die AFB ein. Und der gibt Gas? Wie witzig ist das denn? Hä? Habt ihr das gesehen? Wie witzig ist das denn? So, okay, wir machen jetzt hier noch nicht ernst, wir gucken einfach mal, was geht. Uff, das ist aber ganz schön... So, guck mal, mal gucken, ob wir in die LZB aufgenommen werden. Hat der Zug überhaupt LZB? I guess not. Haben sie wenigstens Kabel verlegt? Ja, wunderbar, immerhin etwas. So, müssen wir da vorne anhalten. Sieht so aus. Immer schön SIFA bestätigen, nicht? So. Mal gucken, wann mir die ersten Streckenfehler hier auffallen. Oh, das ist doof, ne? Das Hood nervt so ein bisschen. Das ist tatsächlich eine der Sachen, die mich so nerven. Warum programmieren sie nicht gleich Ebola-Fahrplan mit? Na, hier, guck mal, hier hast du ja auch Ziel. Ja, toll, dann hast du aber so ein halbes Fiss. So, dann gehen wir mal Gas hier. Ah, ne, vorne müssen wir schon wieder anhalten. Kriegen wir aber alles hin. Kommen die Anzeigen? 105. Was ist das denn? So, mal gucken. Na, bremst aber jetzt nicht so gut. Obwohl, geht. So. Siehst du dann? Und schon sind wir in Köln-Ehrenfeld.
Jetzt haben wir mal Türen auf. Das hier auf 0. Dann lassen wir mal die Fahrgäste zusteigen. Ach so, hier unten hier sind MPH angezeigt. Kann man das noch ändern? Einstellung. Danksagung. Hier, nächste Geschwindigkeitsbegrenzung HUD, machen wir mal aus. Markierung fürs nächste Signal machen wir aus. Haltetafel können wir mal anlassen. Zielmarkierung müssen wir gucken. Entgleisen an Weichen abschalten. Aus. Jawohl. Das bleibt an. Temperatur, Maßeinheiten. Sind wir imperial? Temperatureinheiten Celsius. Steigung Einheiten Prozent. Eigentlich ist es Promille, ne? So, was haben wir noch? Benachrichtigung, Aufforderung für Betätigung von Schaltern können wir mal anlassen. Zielmarkierung, okay, was haben wir hier noch alles an? Nächstes Signal HUD aus, brauchen wir nicht. Nächstes Signalbild aus. Markierung für Szenario lasse ich mal ganz kurz an. Kamera schaukeln, ja, können wir machen. Reisen automatisch laden, okay. UI, okay. Bildschirm, was haben wir hier? Wieso ist denn das so eine Scheißauflösung eigentlich? Fenstermodus Vollbild. Anlegen. Ja, kein Wunder, dass das so schlecht aussah, Mensch. Ton, hier müssen wir mal gucken. Und erweiterte Einstellung, Qualität des Laubs, maximale FPS, da geht noch mehr. So, okay, dann gucken wir mal. Jetzt sieht zwar immer noch scheiße aus hier, aber passt schon. So, hoch, tief, ach guck mal, fährt das dann hier raus? Fährt dann die Drittstufe raus? Ist ja eigentlich, ne, wenn es tief ist. Naja. Okay. Passt eigentlich alles soweit. Bislang bin ich relativ zufrieden. Was haben wir hier? Instrumentenbeleuchtungsdim. Ach, wunderbar. Da können wir direkt mal ausmachen hier. Das sieht auch geil aus hier. Türen verriegeln. Machen wir mal. Was könnten wir hier machen? Schaffnersnummer. Okay. Anyway, so, ab die Post. Und tschüss. Na? Haben wieder was vergessen? Habe ich nicht gewartet, bis die Bremse gelöst war, ne? So, ab die Luzi. Er zeigt aber immer noch das nächste Signal und das will ich aber nicht da oben. Das will ich nicht. Was ist denn hier? Nächste Geschwindigkeitsbegrenzung. Hatten wir doch ausgemacht, oder? Nächstes Signal HUD. Nächstes Signalbild. Ach so, weil ich wahrscheinlich nicht gespeichert habe, weil ich dann hier das Menü durchgeklickt habe, ne? Ja, genau. So. Ja, das sieht schon besser aus. Weil ich kann ja die Signale schon lesen. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Wurde gelöst? Achso. Kann Kontrast einstellen. Oh, guck mal hier. Sexy. So, was dürfen wir fahren? 160? Na, ab die Brille. Und wir dürfen jetzt sogar 14 Kilometer fahren. Das muss ich... Ja, das Ding ist, wenn man keinen Ebola-Fahrplan hat und nichts, woran man sich orientieren kann, ist das schon ganz gut. So, Signal ist grün. Aber was ein bisschen albern ist, wenn man den Fahrschalter aus hat und dann beschleunigt mit der AFB, dass er dann von alleine Gas gibt. Das ist schon ein bisschen witzig. So, jetzt wäre mal ein rotes Signal ziemlich cool, um zu gucken, ob die PZB auch vernünftig funktioniert.
Wir gucken auf jeden Fall gleich erstmal, ob der Tempomat seinen Dienst tut. Oder ob man hier wieder ausgedrosselt wird auf 155, obwohl man 160 eingestellt hat. Okay, er sagt jetzt 159, dann machen wir nochmal aus. Geben nochmal Gas. Setzen also den Fahrtrichtungsschalter auf volles Programm. Ja, guck mal, gibst du 160 ein, wird er langsamer. Ist doch Mist, ist das doch. Warum kriegen die das nicht einmal hin? Vernünftig. Naja. Ist doch Mist. Okay, mehr als 160 kann man die AFB nicht einstellen. Ja genau. Das ist schon mal gut. Ja, ansonsten, grafikmäßig passt ja, ne? Na, bis auf hier. Die Reifen. Klassiker. So, hier, dahinter. Wenigstens sind die Zugschlussleuchten richtig. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst auf der Strecke. Normalerweise guckt ein TF ja auch nicht einfach von außen sich den Zug an, während er fährt. So, da oben steht, okay, ich muss ankommen 9.02 Uhr. Das sehe ich jetzt noch nicht so realistisch. Und wir haben jetzt genau 9 Uhr. Halt ist in 7 Kilometern. 2 Minuten Zeit habe ich dafür. Okay, das ist schon mal gut, dass das da oben steht. Die Frage ist, sind das jetzt wieder Kilometerangaben in Luftlinie oder sind das normale Angaben? Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich schätze Luftlinie, oder? Was meint ihr? Ach man, es ärgert mich, dass es hier keinen Ebola-Fahrplan gibt. Die Mühe könnten sie sich wirklich mal machen. Ich meine, sie haben hier so schön alles animiert im Führerstand. Die Leistungsanzeige, den Tacho, die Kilovolt, die 15 Kilovolt, die wir hier haben. Haben sie alles schön gemacht. Die PZB haben sie reingemacht. Nur eben das nicht. Schade. Tatsächlich. Und ich würde mir jetzt auch gerne mal die PZB in echt angucken, also ob sie hier funktioniert. Fahren wir hier eigentlich gerade auf der Schnellfahrstrecke? Ja, ne? Wir fahren auf der Schnellfahrstrecke, ne? So, vielleicht haben wir ja gleich einen Gleiswechsel. Sieht nicht so aus. Oder? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Bahnhof. Oh, guck mal, da oben schön die Brücke. Oh doch, da vorne blinkt's. Okay, wunderbar. Dann können wir doch mal die PZB austesten, ob sie funktioniert und ihren Dienst tut. Okay, sie springt schon mal an. Wunderbar. Das ist schon mal nice. So, 80 ab hier, 80 erwarten. Wieso leuchtet jetzt die 1000 Hertz-Leuchte nicht? Okay, da haben sie wieder einen Fehler gemacht. Oder ist das jetzt hier erst das Vorsignal?
Okay. Schlecht. Schon wieder verschenktes Potenzial. Eigentlich müsste die Überwachung ja jetzt angehen, aber stattdessen bin ich aus der Überwachung rausgefallen. Das heißt, wenn das Signal da vorne jetzt rot wäre und ich würde jetzt über einen 500-Hertz-Magnet fahren, dann würde der Zug direkt zwangsgebremst werden. Großartig. Nicht. So, Horem. Ausstieg rechts. Oh, da muss ich aber noch ein bisschen üben hier. Uff. Hier vorne ist ja schon der Halt. Eieieiei. So. Okay. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben hier. Und vielleicht haben wir es ja trotzdem noch. Ah, guck mal, das passt wohl noch. Alles kein Problem hier. So, 80 haben wir hier. Genau. Ja, performancemäßig ist es gut. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen enttäuscht von der PZB. Da habe ich mir ehrlicherweise mehr erhofft. Ich meine, sie hatten jetzt wie lange Zeit, das vernünftig umzusetzen. Naja, anyway. Wir fahren gleich weiter. Sobald die Tür leuchtet hier. Naja. Auch sehr rudimentär umgesetzt. Leider Gottes. So, wir machen jetzt den Fahrschalter mal aus und fahren jetzt mal nur. Der Fahrschalter ist jetzt aus, sieht man ja, und ich mache jetzt einfach mal die AFB nach oben. Das ist schon ein bisschen witzig. So, volles Programm hier. Auf jeden Fall knackig Verspätung. So kennt man es ja, ne? Aha. Ja, ich werde jetzt hier nicht bis zum Ende fahren. Ich mache das jetzt auch wieder aus. So, was wir uns nochmal angucken können, ist einfach mal hier im laufenden Betrieb SIFA aus, PZB aus. Okay, wunderbar, er fährt. So, können wir hier mal die Fahrkarten kontrollieren, ne? Okay, das ist natürlich auch Blödsinn. So, hier haben wir die Toilette. Ist die offen? Nein. Ist sie nicht? Hier, Monitore. Die Frage ist, warte mal. Wenn ich... Das könnten wir auch nochmal angucken. Wenn ich jetzt hier das FIS einstelle. Ziel. Wohin fahren wir eigentlich? Nach Düren. Aachen. Ich mache einfach mal Aachen. So.
So, jetzt haben wir hier die RE9 nach Aachen. Oh. Bin festgebannt. So. Ne, hier haben wir immer noch keine Fahrgastinformation. Können wir die Tür aufmachen? Die ist gesperrt. Das wäre ja auch witzig, ne? So, können wir hier was machen? Guck mal, der geht an hier. Darf eigentlich auch. Ist eigentlich auch Quatsch, ne? Federspeicherbremse anlegen. Komm, wir legen mal die Federspeicherbremse an. Da wird gebremst. So, wir bewegen uns gerade schneller als der Zug. Guck mal, wie geil ist das denn? Die Ah, wie witzig ist das? Wir könnten mal sanden, ne? Wo ist denn Sand? Noch auf alle Drehgestelle. Ja, Glatteis auf der Strecke Köln-Düren. Also, es ist absolut unrealistisch, dass ein Zug noch so lange über die Schienen gleitet. Na. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Federspeicherbremse und Notbremse? Ich meine, wenn die Räder schon... Was war jetzt hier der Unterschied? So. Keine Ahnung. Anyway, wir machen jetzt diese Simulation hier aus. Ich werde das Spiel noch ein bisschen angucken und vielleicht noch ein, zwei andere Videos machen, ein paar Fahrten und so weiter. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen und ja, spielt doch auch gerne mal ein bisschen rum. Und lasst mir gerne einen Kommentar da zu irgendwelchen Fragen oder Anmerkungen. Ich gucke mir das dann an und werde natürlich dann im nächsten Video darauf eingehen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.